Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Und krass, es halt viel mehr als sonst in meinem Raum. Kommt mir gerade so vor, ich glaube, weil die eine Tür auf ist, die sonst nicht auf ist. Die von meiner Küche. Naja, egal. Wir wollen nochmal mit den Leuten hier reden, bevor wir Midgard stürmen. Wir sollten uns im Untergrund von Midgard auskennen. Naja, so halbwegs, ne? Ja, bringen wir es hinter uns. Ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Hojo. Also los, schnell. Hier gehen wir rein. Alright. Okay. Bitte, schnell zur Makrokanone. Okay, Kätze, wir beeilen uns ja schon. Dann wollen wir natürlich niemanden warten lassen. Okay, so, jetzt kommen wieder meine Notizen zum Tragen. Leiter runter. Rechts. Rechts ist laut meiner Notiz, müsste das dann hier sein, ne? Ja. Rechts und dann hoch. Und dann links. Ah, okay, ja. Schon praktisch, wenn man sich so Notizen gemacht hat, aber naja. Dafür mache ich das ja immer, extra vorher. Quasi habe ich das Spiel schon mal durchgespielt damals. Einfach nur, um das alles vorzubereiten. Nur es ist halt schon ein Weilchen her mittlerweile. So. Ach. What the fuck? Was zum... Oh shit, er ist verwirrt. Das ist definitiv uncool. Und da fällt mir auf, vielleicht sollte ich doch lieber ein paar Schleifen anlegen. Die Feinde hier sind übrigens alle nichts Besonderes mehr. Die kann man einfach wegklatschen, mehr oder weniger. Das ist alles kein Problem. Natürlich, das Gefährlichste hier an der Stelle ist mehr oder weniger wirklich, dass die Gegner uns verwirren. Wie ihr gerade gesehen habt. Da können wir froh sein, dass Vincent gerade keinen kritischen Treffer gelandet hat. Na, es wäre nämlich schon etwas böser rausgegangen. Von daher. So. Stimmt, ich habe ja noch die Tetra-Elemente vom Kampf gegen Diamond Weapon. Das ist natürlich jetzt gar nicht so nötig, wirklich. Mal lieber die Schleifen anlegen. Ich habe zwar, ja, mehr habe ich nicht. Wartet mal, dann machen wir das anders. Er kriegt noch Sprintschuhe und Barrett kriegt dafür eine Schleife. So. Ja, schon besser. Den HP ist erstmal in Ordnung. Das Elixier haben wir eingesackt. So, Elixier. Und rechts gibt es hier ein... Ja, ich wollte es fast schon sagen. Ein Mega-Elixier. Ja, der Unterschied ist einfach nur, ein Elixier kann man auf einen einzelnen Charakter anwenden, regeneriert sämtliche HP und MP. Mega-Elixier wirkt es auf die gesamte Gruppe. Also so ziemlich das absolute Superheil-Ding. Ich glaube, der Schaden dürfte ausreichen, Cloud. Ja, gut, sag ich doch. Mehr als genug. Vor allem der zweite Schlag, 5000, meine Fresse. Lächerlich! So, jetzt zurück, Leiter. Ja, genau. Diese Leiter hier können wir ja nicht nehmen, von der Stelle aus, glaube ich zumindest. Ach, ihr Kanönchen, ihr nervt doch eh nur rum. So, mal gucken, ob Vincent es alleine schafft. Mal sehen. Mit einem Todesschlag. Könnte klappen. Ne, ich glaube, es dürfte reichen, ja. Nicht. Es reicht nicht. Das ist erbärmlich. Das ist einfach nur erbärmlich, Vincent Boy. Das geht gar nicht. Das will ich nicht nochmal sehen. Ach, naja. Vincent ist schon ein guter Charakter, so ist es nicht. Aber keiner ist halt so lächerlich hoch aufgelevelt und auch nicht so lächerlich, aufgepumpt, wie glaubt, den ganzen Drogen, die ich im Spiel mittlerweile verpasst habe. Ist die Waffe? Nö. Dieses 8-Meter-Rohr, das klang auch so ein bisschen, oder 8-Meter-Kanone oder was das auch immer war. Das klang so ein bisschen wie so ein Item für Barrett, ne? Naja. Zurück zur Leiter. Diesmal die Treppe runter. Genau. Und hier unten haben wir eine weitere Leiter. Runter da. Und klar, kennen wir uns ein bisschen in der Kanalisation aus, aber hier kennen wir uns natürlich noch überhaupt nicht aus. Leider gibt es keine Möglichkeit, wie in Dark Souls mich hier einfach runterschlittern zu lassen. Schön wär's, ne?
Die Leiter hier? Nee. Nehme ich die da oben, denn ich will ja möglichst kein Item auslassen. Auch wenn das bis zum Ende des Spiels nicht mehr halten wird. Es wird am Ende ein Gebiet geben, wo ich mir denke, ach, das ist den Aufwand einfach nicht mehr wert. So, wir machen es mal ganz stumpf mit Omni. Ich wollte Cloud gerade Omni nennen. Das ist natürlich falsch. Mit dem Omni-Schlag von Cloud, so meine ich es natürlich. Weil wenn er ihn gerade schon parat hat, warum nicht nutzen? Och, das ist so lächerlich viel Schaden. Guckt euch das einfach nur an. Stellt euch vor, dass wir gerade auf nur einen einzelnen Gegner einprasseln. Ja. Dabei hat Cloud noch nicht mal seine ultimative Waffe. Ja, der Schaden ist schon böse. So, ich wollte nämlich diese Leiter jetzt hoch. Ja, jetzt sehen wir es aus der Perspektive ganz plötzlich. Ja, mal diese Perspektivenwechsel sind manchmal echt strange. Aber gerade im allerletzten Dungeon, da könnt ihr euch auch aufs freuen. Das ist dann ganz abgefahren, teilweise da zu erkennen, welche Wege man laufen kann und welche nicht. Ganz seltsam. Ich glaube, hier finde ich eine Rüstung, wenn ich meine Notizen nicht täuschen. Und zwar Aegis Armband, korrekt, ich lag richtig. Schauen wir uns das nochmal in Ruhe an, was das für ein Ding nochmal ist. Aegis Armband. Ist schwächer als das? Na gut, es hat eine hohe Zauberverteidigung und so weiter, aber sie ist nicht so relevant jetzt. Also wieder nach unten. Tja, ich spiele es halt auf der PlayStation 3 ohne irgendwelche Emulatoren wie andere Leute oder so. Die könnten jetzt einfach beschleunigen, aber naja, das ist halt das echte Spielgefühl, ne? Das finde ich auch so einen persönlichen Nachteil, wenn man es auf dem Emulator nachspielt. Gewisse Problemchen gibt es irgendwo fast immer. Und da finde ich es dann irgendwie ein bisschen doof. Klar, wäre die Grafik dann hübscher und vielleicht wäre dann auch keine schwarzen Balken links und rechts, oben und unten. Aber so ist es halt, wenn ich original vom Fernseher aufnehme. Und so sehe ich es auch auf dem Fernseher. Ich habe hier auch die Balken, also die sind halt im Spiel mit dabei. Ihr könnt euch mal vergleichsweise meinen Metal Gear Solid Let's Play angucken, genau da dasselbe. Und dasselbe seht ihr auch bei hier Dingens, bei Uncharted, beim alten Let's Play von Uncharted, da seht ihr ja auch, da waren noch keine Balken. Weil es halt so richtig 1080p oder 720p einfach den ganzen Fernseher ausfüllt. Ne, 720p natürlich. 8 Zoll Kanone, so war das, nicht 8 Meter. Okay, genau. Hier müssen wir jetzt rechts rüberspringen. Ah! Hilfe. Jetzt können wir hier... Nee. Genau, nee, jetzt müssen wir hier lang und dort hochklettern. Genau. Immer weiter. Wo man jetzt schon denkt, so, wozu ist links eigentlich die Leiter da, ne? Ja, hierfür. Weil das Ding da rechts einfach einstürzt. Zum Glück gab es da irgendwas, was uns auffällt, sonst wären wir ins Nichts gestürzt. Schwer zu sagen, was das genau dieses schwarze Nichts sein soll, ne? Was für riesige Anlagen bauen die eigentlich, wo man, während man an Rohren arbeitet, man verrecken kann. Ne? Also, das ist meine Meinung. Hier müssen ja auch irgendwelche Leute Wartungsarbeiten durchführen, jetzt so rein von der Logik her. Oh, 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 ein Behemoth. Die sind ein bisschen krasser. Ich sollte sowieso mal alle Jungs heilen. Ich glaube, das ist keine schlechte Sache. Das wollte ich nur mal eben getan haben. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier auch solche fiesen Typen schon rumlaufen. Wobei ich auch nicht mehr ganz in Erinnerung habe, wie stark die hier noch sind. Es hält schon ein bisschen mehr aus als die anderen. Oh ja. Das dürfte aber auch reichen. Wenn ich da an die Behemoths und King Behemoths zum Beispiel in Final Fantasy 13 denke, sind natürlich ein bisschen mächtiger. Ein bisschen sehr. Schön, so. Genau, her mit der Kohle. Immer her mit der Kohle. Und ab ins Röhrchen. Das hat man doch immer irgendwo schon mal, ne? Müssen wir jetzt auch krabbeln? Ne, wir müssen nicht krabbeln, diesmal nicht. So, dann haben wir hier natürlich zwei Schätze, die wir nicht verpassen wollen. Einmal ein Sternenmegafon. Das ist wieder eine Waffe für Kate Sith. Aber der kriegt bald schon seine ultimative Waffe. Bald schon. Hier haben wir ein Elixier. Auch nicht verkehrt. Dann müssen wir unten rechts auf dieses Rohr.
So, Cloud macht das schon. Och, ist das ein Schaden. Ich glaube, genau beim letzten Kampf gegen den hat er auch einen kritischen Treffer geleistet, ne? Was war der zweite, aber auch genau ein. Zufall? Ich weiß ja nicht, Leute. Da muss ich gerade an Sopranos denken. Übrigens eine Serie, die ich jedem nur sehr, sehr ans Herz legen kann, weil sie einfach nur genial ist. Ach, hier bin ich. Da bin ich. Okay, gut zu wissen. Moment. Will ich die Leiter hoch? Ja, will ich. Denn in der Serie Sopranos gibt es eine geile Stelle. Da sitzt Bobby Bacala mit Tony Soprano da. Und naja, Bobby ist so ein ziemlich krass korpulenter Junge. Und er sitzt da und auf einmal, während die am Essen sind, und auf einmal fängt er an zu erzählen, wie das? Notre Dame? Ach, verdammt, ich vergesse es gerade, was war das nochmal? Naja, jedenfalls haben wir einen Maxi-Strahl gefunden, eine Waffe, die sehr gut ist für Barrett, noch mehr Angriff. Ja, das ist natürlich eine schicke Sache. Da sagt er irgendwie so einen völlig falschen Namen. Ah, ich komme nicht mehr drauf, verdammt. Jetzt habe ich das so schön vorbereitet und dann versaue ich die Pointe. Ich bin auch wieder genial, ne? Ja, ich halt. Naja, er sagt auf jeden Fall einen falschen Namen und hat das vorhergesehen alles. Ach, was sagt er denn noch? Okay, das sah schick aus mit seiner Knarre. Naja, egal, ich werde euch den Witz beim nächsten Mal nochmal erzählen, wenn er mir wieder eingefallen ist. Oder ich gucke nochmal nach zwischen den Folgen. Oh, Behinderten ist aufgestiegen, das ist schön. Das ist ja großartig, darauf haben wir unser Leben lang gewartet. Reden wir doch lieber von Filmen, woran ich mich erinnere. Zum Beispiel Final Fantasy VII Advent Children. Ein Film, den man, wenn man Final Fantasy VII durchgespielt hat, auf jeden Fall sich einmal angucken sollte, denn er ist ziemlich gut. Und ich empfehle dabei vor allem die japanische Version, also von der Sprache her zu hören. Und, naja, Untertitel kannst du dann aussuchen, ob du lieber die englischen oder die deutschen willst. Oder japanisch, oder gar keine, wenn du japanisch verstehst natürlich. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Wie zum Teufel? Nee. Hä? Warte mal, habe ich was verpasst, wie ich hier runterkomme? Moment mal. Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich irgendwie runter? Nee. Kann ich hier links abspringen oder so? Nee. Muss ich irgendwann links? Ich drücke die ganze Zeit mal nach links gleichzeitig. Ich verstehe es gerade nicht ganz, wie ich da jetzt links rauskomme. Naja, egal. Dann suchen wir den Weg einfach mal gemeinsam. Dann machen meine Notizen gerade nicht den geringsten Sinn. Passiert. Okay, da wollte er ihn gerade den armen Vincent aufspüren. Aufschließen. Oh, was rede ich denn für einen Schwachsinn heute? Ja, großartiger Schlag, Barrett, großartig. Ja, so macht man das, Barrett, genauso. Ja, und also ich war ja gerade bei Final Fantasy VII Advent Children, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, aber habt die Story von Final Fantasy VII am besten durch. Dann habt ihr keine Spoiler und versteht auch alle Anspielungen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, wisst ihr das meiste schon und naja, es ist ein japanisches Rollenspiel. Das Ende, das jetzt hier stattfindet, kann man sich, ja, mehr oder weniger denken. Ah, stimmt. Moment. Geht's hier links noch irgendwie weiter? Nee. Genau, ich kann da links oben über die Treppe hoch. Genau, so war das. Ich komme schon völlig durcheinander, was ich eigentlich mache. Typisch. Ganz typisch, Alex. Genau. Da einfach wieder hoch. Und es tauchen auch wirklich alle Charaktere aus dem Final Fantasy VII alle wieder auf in Advent Children. Also hat man da auf jeden Fall ein freudiges Wiedersehen und ist auch ziemlich cool, meiner Meinung nach. Macht wirklich Spaß, dass man die alle wieder sieht. Ach, kommt. Ja, selbst aus der hinteren Reihe schaffen wir das. Hm.
Vincent braucht eigentlich mal bessere Waffen. Das Ding ist, dass halt seine Waffe hier mit dem Todesschlag, diese Kombi, ist halt trotzdem im Endeffekt deutlich effektiver. Ich mach's mir jetzt mal ganz einfach, ganz bequem. Ich habe so viele Zelte. Kann ich sie auch benutzen, ne? Dann hier rein in die gute Stube. Ach Gottchen. Ein Tunnel. Ja, wir sind ja lange nicht mehr rumgekrabbelt, ne? So, oh, das ging aber fix. So, das Ding ist folgendes. Wir sollen jetzt nach oben laufen. Das Spiel will das so und dort werden wir auch mehr oder weniger hingeschickt. Nur, ich tu's nicht. Weil im Süden gibt's noch ein paar Sachen zu finden. So, die Viecher. Moment, dann holen wir nochmal Barrett. What the fuck? Genau der, der keine Schleife hat. Willst du mich verarschen? Phönixfeder auf... Dass ich hier meine Phönixfeder brauche. Oh, Moment. Wie zum Teufel komme ich jetzt auf Cloud? Hä? Okay. Nachdem ich nach unten drücke. Die Logik muss man mal verstehen. Die muss man mal verstehen. So, der da hinten ist wenigstens versteinert. Lässt uns wenigstens in Ruhe. Wir machen dafür allerdings nur Schaden. Müssen wir bloß noch die hier vorne umklopfen, also. Und die ganze schöne Limit-Leiste ist doch wieder weg. Das ist doch ärgerlich. Oh, wir haben gewonnen. Na gut. Yay, feiern wir uns. Die sind aus Stein und wir treten sie jetzt um und erfreuen uns daran, dass sie zerbrechen. Oder so, keine Ahnung. Ach, und ich war sofort im nächsten Gebiet unten, okay. Ich heile mal eben eine Runde. Schön mit Heilung 1, obwohl der ein Heilung 2 Zauber wahrscheinlich effektiver gewesen wäre, aber... Es ist gerade nicht so, als ob uns MP jetzt so schnell ausgehen mittlerweile, ne? Ich habe so lächerlich viel MP und eigentlich auch an sich HP, weil ich einfach an einer Stelle einfach mal gut gelevelt habe und schon ist damit ab jetzt das Spiel mehr oder weniger. Ich will nicht sagen witzlos, man muss schon die Taktiken kennen gegen gewisse Gegner, aber ja, viel passieren kann man nicht mehr, wenn man sich immer entsprechend vorbereitet. So, Barrett, das ist dein Auftrag. Frier mal irgendwen ein oder Steiner oder... Ach, du greifst ja noch von hinten an, umso besser. Cloud, das ist dezent Overkill, aber du machst es schon. Ganz dezenter Overkill. So. Wir schnappen uns den Turbo-Ether. So, weiter geht's. Und weiter nach Süden natürlich. Immer weiter nach Süden. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir das die ganze Zeit machen müssen. Ich glaube, irgendwann wird uns treffen wir auch Leute und die sagen uns dann so, hey, hey, geht nach Norden, das ist die falsche Richtung und so weiter. Aber es lohnt sich. Glaubt mir, es lohnt sich. Das ist eine der typischen Gemeindestellen, wo man sich fragt, so wie soll man da drauf denn bitte kommen? Oh, tötet er sich schon wieder selber? Cloud, was zum Teufel? Als ob die genau wissen, wen sie anvisieren müssen, weil er der Einzige ist, der keine Schleife trägt, ne? Die sind informiert, die Säcke. Das gefällt mir gar nicht. So. Da zieht sich gerade alles ein bisschen hin. Ja. Sind die gerade paralysiert oder sind die auf langsam? Was ist denn das? Was ist denn los? Endlich! Endlich macht mal einer was hier. Zauberatem ist generell gar keine so schlechte Wahl. Ja, seht ihr? War das lächerlich viel Schaden. Krass. So, dann holen wir den guten Cloud wieder auf die Beine. Ja, ja. Oh, ich habe echt schon lange keine Tode mehr gehabt, ne? Hier, X-Tränke sind halt auch gut, wenn man einfach nur die HP herstellen will. Wiederherstellen will, ist ganz gut. Halt sofort geheilt, ne? Aber später schmeißt man eigentlich mehr oder weniger in den letzten Kämpfen noch die Mega-Elixiere um sich, weil, naja, hat sie über, ne? Warum soll man die ewig aufbewahren? Ich denke mal, ich mache es folgendermaßen. Ich hole mir in dieser Folge die ganzen Sachen, die es hier im Süden zu holen gibt. Und wir treffen uns dann in der nächsten Folge erst wieder, wenn ich da an der Stelle bin, wo wir dann aus dem Tunnel gekommen sind. Das ist eigentlich nur fair, weil dann müsst ihr euch den ganzen Wartekram hier nicht reinziehen. Na, ist das ein Angebot? Ja, ich weiß, wie nett.
Ich könnte die Folgen natürlich auch künstlich befüllen und könnte einfach euch zwingen, mehr oder weniger, euch alles reinzuziehen, aber nee, ich bin ein lieber Kerl. Manchmal bin ich das. Bei anderen Videospielreihen habe ich aber auch mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bedenken, sie zu überziehen oder die Folgen länger zu machen. Hier bei der Final Fantasy VII Serie ist das absolut kein Thema. Denn die Videos sind unglaublich schnell bearbeitet und nehmen kaum Platz weg. Das sind halt, ja, mit meiner Hopage HD PVR 2, mit der ich von der PlayStation 3 aufnehme. Ja, mehr geht da nicht. Ich benutze da schon die maximale Videogröße und trotzdem ist es halt leider nie ganz so schick, wie es sein könnte. Das ist immer schade, weil wenn man unkomprimiert aufnimmt, sieht es immer besser aus. So, und wir pumpen Cloud immer weiter mit Drogen voll, der freut sich drüber. Da man Cloud sowieso immer einsetzt, ist es nie eine schlechte Idee, ihn komplett zu pushen. Es sind aber auch eine Menge Kämpfe hier unten. Okay, diesmal stirbt keiner, bitte. Genau, geht doch. So will ich das sehen, Leute. So. So darf jeder Kampf meinetwegen ablaufen. Ganz schnell und effektiv. Würde es nicht Sinn machen, wenn ich Cloud die Multischlag, also dass er mehrere gleichzeitig angreift? Dann könnte ja die Klein mit einem Schlag killen, ne? Ist eine Überlegung wert, aber naja, für die großen Feinde wie den Behemoth zum Beispiel ist es dann wieder eine schlechtere Wahl. Wachsamkeit erhalten, ich glaube, das ist doch für... Vitalität, ja. Man kriegt halt weniger Schaden durch physische Angriffe, ist auch eine gute Wahl. Ah, Reds, was machst du denn hier? Ich rieche es. Die Kanone ist nicht hier. Okay, na dann. Jetzt sagt er uns damals halt, dass wir die ganze Zeit in die falsche Richtung laufen. Spätestens hier könnte man es also gemerkt haben, durch diese Bemerkung. Aber ich weiß ja, was ich tue. Hätte ich mal doch auf meinen Instinkt gehört und Cloud jetzt den Kram gegeben. Ja, warte mal, Feindes können, das haben doch alle. Zauberatem. Und was machen die denn eigentlich? Verlangsamen? Ich glaube schon, ne? Es wirkt so. Ach Gott, das dauert wieder Ewigkeiten. Ich hasse Feinde, die so richtig quälend langsame Zauberanimationen haben. Und dann machen sie ja nicht mal Schaden. So, jetzt auch noch Vincent, dann habt ihr alle durch, ne? Ja. Ne, nochmal auf Cloud. Ja, doppelt hält besser. Soll ja manchmal so sein, angeblich. Jetzt aber. Dafür kriegen sie aber auch dezenten, super krassen Overkill. Oh ja. Das hat ihn mehr oder weniger fast dreimal getötet, also... Ich glaube, es war sogar mehr als dreimal. Von den HP her? Ja, das müsste hinkommen. Und weiter. Ehrlich gesagt habe ich mich vor diesem Part sogar ein bisschen gegraut, weil ich genau wusste, wie lange ich hier nach Süden laufen muss. So, Geist und Zauber. Das kriegt der Cloud auch natürlich noch verpasst. Hier, zack und zack. Er ist halt unser kleines Meerschweinchen, das alles essen darf. Ich frage mich, wie sie sich das überhaupt vorstellen, diese Dinger Geist und Zauber und... Wie sie sich das vorstellen, dass das bewirkt, was das für ein Zeug ist. Substanz zweimal Objekte halten. Genau für diese Substanz lohnt sich das nämlich, denn wie der Name mehr oder weniger sagt, zweimal Objekt. Das heißt, wenn man dann ein Objekt im Kampf benutzt, benutzt man nicht nur eins, sondern zwei. Hintereinander. Und es können auch verschiedene sein, es können auch zwei der gleichen Art sein. Das ist eigentlich einem selbst überlassen. So. Dann würde ich mal sagen, an der Stelle reicht's auch für diese Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder oben, wenn ich an dieser Leiter bin. Wo wir auch in diesen Tunnel reingekommen sind. Von daher, mein Name ist Alex. Bis dann!